Hier im Hintergrund befindet sich der ehemalige Club in Schöneweide. In der Szene liebevoll bekannt als der Kischclub. Dies war Anfang der 90er Jahre oder seit Anfang der 90er Jahre die Wiege eines legendären und maßlosen Depeche Mode Kultes in Ostdeutschland. Bands wie Division, Spock, die Blind Passengers and One haben hier im ehemaligen Arbeiterbezirk von Ost-Berlin den Grundstein für ihren späteren Ruhm gelegt. Nach Jahren hinter der Mauer lechzte das dunkle Szenepublikum im Osten nach gepflegter Synthesizer-Musik. So wurden Konzerte dieser Bands an dieser Kultstätte als sagenhaft empfunden. Und jede Synthesizer-Band wurde gefeiert, als wären es Depeche Mode selbst. Vor gut einem Jahr war ich mit unserem Freund Sven Zimmermann und einer Kamera in dieser Halle und wir haben uns angesehen, wie sie sich heute zeigt. Die brutale Zurschaustellung der Vergänglichkeit unserer Jugendtage mag Tränen in die Augen treiben. Aber wir erinnern uns gern. Doch ich sage, traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön.